Heute steht bei der Sportmittelschule Kitzbühel ein Sportprojekt der Sonderklasse auf dem Plan. Im Rahmen der 750-Jahr-Feier haben sich die Lehrer und Lehrerinnen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie wollen gemeinsam mit ihren sportlichen Schülern Kitzbühel einmal komplett umrunden und somit die gesamten Stadtgrenzen einmal abgehen. Am Ende des Tages treffen wir uns dann wieder direkt in der Stadt, um gemeinsam bei einer feierlichen Zeremonie den Tag ausklingen zu lassen. Wir haben die Grenze in vier Abschnitte unterteilt. Die 1S-Klasse startet jetzt um 7 Uhr mit Nordic Walking-Stöcke über die Blaufeld hinauf auf den Steinberghogel. Dann geht die Tour weiter Richtung Bengelstein und zurück zum Hahnenkamm über die Ermbachhöhe. Und dort werden wir dann durch den Ermbachsee die Grenze durchschwimmen. Die 2S-Klasse, die startet heute bei der Schwarzen Brücke. Die beginnen mit einem Orientierungslauf durch das Bichlach. Klappern die Seen ab, Hasenbergweiher, Gieringer Weiher, Vogelsbergweiher und kommen dann zum Schwarze Golfplatz. Und dort ist ein Riesenhighlight. Skirollern mit Lisa Hauser ist dort angesagt, mit der Weltmeisterin im Biathlon. Und dann geht die Klasse 2S auch auf die Ermbachhöhe und trifft sich mit der 1S-Klasse. Auf der anderen Seite am Kitzbüheler Horn sind auch zwei Klassen unterwegs. Eine Klasse hat sich gesplittet, die 3S-Klasse. 10 Schüler fahren mit dem Bürgermeister und mit Martin Komploy die Hornstraße hinauf mit dem Fahrrad bis zum Gipfel. Und von der anderen Seite, von Fieberbrunn kommend, kommt der Rest von der Klasse mit David Greiner, mit dem Weltmeister in der Staffel in der nordischen Kombination. Und die machen einen Trailrun über die Hofer Schneid und begegnen dort ihre Klassenkameraden. Und die vierte Klasse, die 4S-Klasse, kommt auch vom Plätzer Graben von Fieberbrunn aus über den Stuck Kogel nach Kitzbühel und wird unterstützt von unserem ältesten Olympiasieger der Gemeinde Kitzbühel, Ernst Hinterseer. Also was richtig cool war, dass 9 Pfosten direkt an der Grenze gesteckt wurden. Und wir sind da nachher manchmal gelaufen oder manchmal gegangen. Und wir sind durch den Wald oder durch die Wiesen gegangen und das war voll cool. Mir hat es sehr gefreut, dass ich da beim Orientierungslauf dabei sein dürfen habe, weil ich ja nur mit der Klasse bin, weil die auch ganz nett ist und so. Und jetzt sind wir da am Ziel und jetzt sind wir gleich mit der Lisa Hauser bei der nächsten Station rollen. Ja, es ist voll cool, dass zum Anlass vom 750-Jahr-Jubiläum von Kitzbühel da die Grenzen umrunden. Und meine Sportklasse, meine Patenklasse ist auch dabei. Und da freue ich mich halt irrsinnig, dass ich da einen kurzen Teilabschnitt mit einer da begleiten darf. Und irrsinnig cool, wenn die Kinder so viele verschiedene Sportarten ausprobieren. Und da sind sicher einige Talente dabei. Besonders war, dass heute der David Greiner mit uns da aufgegangen ist. Der hat uns die Berge erklärt und die Gipfel gezeigt. Und das war sehr interessant zu erfahren. Warum bin ich dabei? Ich habe mal als Pate bei einer Sportklasse da dabei sein dürfen. Und mir taugt es den Nachwuchs da ein bisschen, das zum Teilen, was ich gelernt habe. Und Bewegung ist immer noch mein Leben. Man sagt ja, nichts passiert, bis sich etwas bewegt. Und da geht es einmal ziemlich einfach. Ja, die Idee hat es eigentlich schon vor einer längeren Zeit gegeben. Da war ein Lehrer, der Hechel Georg, der wollte das mit einer Klasse mal machen. Und denen ist es jetzt eingefallen, eben zu den 750-Jahr-Feier,
für Kitzbühel, dass wir das nochmal machen. Und jetzt haben wir das aufgeteilt für alle vier Klassen. Jeder macht einen Teilabschnitt und somit realisieren wir das Projekt nochmal von ein. Wir haben eine Wanderung über ein Stück Kohl gemacht an die Grenzen und sind dann über die Birchealm zum Birchihof gegangen. Und jetzt als Highlight fahren wir noch mit den Bockerl beim Hahn euch. Der Highlight des Tages war es natürlich bei uns vor dem Rathaus, weil die Schülerinnen mit einem Plakat, wo eben auch die Stadtgrenzen dann drauf waren, dann so als Puzzle zusammengestellt, dass sie sagen, so wir fügen jetzt Kitzbühel zusammen und sehen dann, wie groß die Stadt ist und wie schön die Stadt ist und wo sie heute gewesen sind.